Yo, hallo, servus und habe dir heute zeige ich meine Hasskaktee und es war wirklich nicht schwer, meine Hasskaktee rauszufinden, weil ich eigentlich nur eine Kaktee nicht wirklich gerne mag und das ist die Banditenkaktee. Ja, generell muss ich sagen, ich habe nichts gegen eine vollautomatische Kaktee. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Idee. Allerdings finde ich, das ist der große Nachteil hier, finde ich das Magazin, die Magazingröße finde ich einfach viel, viel zu klein. Und der Schaden, für das eine sehr, sehr hohe Feuerrate hat. Den Schaden finde ich eigentlich gar nicht schlecht, der ist ganz okay, da kann man nichts dagegen sagen. Aber wie gesagt, die Magazingröße ist, finde ich, einfach zu klein für das, dass es so eine schnelle Feuerrate hat und eben vollautomatisch ist. Ist das Magazin wirklich sehr, sehr schnell leer. Und ja, vielleicht, wenn sie ein größeres Magazin hätte, wäre sie vielleicht gar nicht mal so schlecht, wäre sie sogar sehr, sehr gut. Aber man muss halt wirklich schon wirklich. Es muss wirklich jeder einzelne Schuss treffen, es darf keiner daneben gehen, dass man, glaube ich, einen Gegner mit einem Magazin killt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Sonst findet ihr links oben den Abonnieren-Button, darunter Bear mit den Commentaries für Call of Duty Commentaries. Da ist übrigens seit ein paar Tagen ein neues Advanced Warfare Video oben. Auf Panda Clasher kommt ihr zu Panda Clasher, wo es Clash of Clans Videos gibt. Frog Infinity und der gute Thema, das sind beides YouTube-Garden Warfare-Kollegen und ich bin im DRA-Clan. Da findet ihr so Commentaries und anderes Zeugs über Garden Warfare. Auf noch mehr Koala findet ihr irgendein zufälliges Video und rechts neben die letzte Folge meine Hass-Charaktere, das ist die Hass-Sonnenblume. Ist, glaube ich, die Standard. Ja, ist die Standard-Sonnenblume. Ist aber gar nicht so schlecht, egal. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao!